Provokation ein gutes Stichwort. Da haben wir auch ein Video für dich. Eine kuriose Szene. Und das wird lustig. Ja, das Netz vergisst nicht, hä? Wie? Das Netz vergisst nie. Eben nicht. Ja, wer simuliert? Kann ja nicht einmal verwünscht, hör auf. Kann ja nicht einmal, hör auf. Und du siehst ganz kurios, du schleichst dich weg, bevor du die Karte... Ja, weil ich es gewusst habe. Hast du es gewusst? Ja, ja. Kann der Schiedsrichter Cantalupi dann auch in der Garderobe noch rot sein. Hast du noch gesehen? Oh, der Marcel Kohl war ja dort Trainer. Marcel Kohl muss seinen Goalie beruhigen. Wie sie ist, dann wäre ich heute schon wieder parat. Ja, dann werden wir das sehen, wie wieder parat. Ja. Cantalupi rot bekommen hat, denn der Schiedsrichter hatte die rote Karte ja dauernd in der Hand. Er hat sie nur nie jemandem gezeigt. War das die Szene hier? Das hast du gesehen? Aber er hat provoziert, das ist mit dem Fuß. Hast du aber gesehen? Er hat mich provoziert, da kann ich... Es war im Fall nicht einmal richtig. Es war ein kleines Ding, er hat simuliert. Aber dafür, weil ich weggegangen bin, habe ich 3 Strafen bekommen und er 20 sind leider Meister geworden. Aber dann haben wir ja alle 3 Spiele, sie haben noch gewonnen und wir. Und dort sind sie... Dort haben wir natürlich schon... Ich glaube, dort hatte ich etwa 56 oder 60 Spiele gehabt. Wir sind doppelspurig gelaufen seit 2 Jahren. Und GC war richtig gut. Das muss man einfach akzeptieren. Ist okay. Schade, ja. Aber ja, du, sie sind halt sicher nicht durchgetreten. Aber weißt du, es hat mich auch zum Teil, habe ich ja das irgendwie gebraucht. Ich bin der Typ, der sogar umso mehr, dass sie pfiffen, umso stärker bin ich geworden. 10. Minute. Einen genialen Pass von. Leck dir mal das an. Du. Bildqualität ist nicht gerade, hä? Schau mal das an, du. Ah, oh, ja. Also kommen gerade hier Hühnhaut über. Ist schon geil. Ich habe mich gar nicht gross verändern, ich bin immer noch jung. He? Nein, ist ein Traum gewesen, natürlich. Gell? Boah. First Touch. Up. Und nur mit links, gell? Ich habe gar nicht gewusst, was ich mache. Nein, ist Weltklasse gewesen. Ist wirklich mit. Schau mal da so. Und 47'000 hat es geklappt, genau, gell? Genau. Wahnsinn. Ist, ja, aber ich komme heute noch hin. Das sind Momente, und das kann, glaube ich, auch nur der Fußball oder so Geschichten schreiben. Es ist mega. Ich glaube, ich kann mich wirklich noch... Da bist du im Traum, weißt du gar nicht, was du gemacht hast. Und leider können wir 7 Minuten vor Schluss dann noch das Goal vom Score, das weiss ich noch. Dafür haben wir mit dem Privatchat können. Oh, Neufeld, stimmt. Oh, la, la, la. Da habe ich in den letzten Spielen immer dabei gehabt. Der Mann, dass sie auch visuell sehen, um was es an sich geht. Und die Emotionen, die jetzt hier in der Kabine frei werden, das ganze Mannschaftssport. Kleines Dankeschön an die Fans. Ich danke allen Fans, die im Jahr 22 Jahre lang uns die Tüme gekippt haben. Und die haben es verdient, die haben es mega verdient. Und wir sehen uns in 2 Stunden, wir freuen uns brutal. Gott für dich. Ja, da habe ich noch keine Falten gehabt, hä? Hey, ja, das ist schon, das ist... Hey, da weiss ich noch, hey, wir sind wirklich reingesehen, wir haben gewusst, jetzt geht es los, hey, weißt du, oder weisst du nicht? Wo wir dann eigentlich bleiben können. Heute sagen, wieso bin ich eigentlich gesäckelt? Weil wir ja uns wollen freuen. Aber, also freuen, wir wollten eigentlich festen. Aber es war schon ein geiler Moment gewesen und das Bewusstsein ist auch wieder nachher gekommen. Und ich glaube, auch die 4 war natürlich abartig. Ich glaube, das hat wie lange bist du geblieben? Ja, ich schwöre euch eins, ich bin, glaube ich, irgendwann einmal heimgekommen. Aber bei der zweiten Meister-4, da habe ich das Highlight gemacht. Bei der zweiten Meister-4 habe ich gedacht, ich nehme noch eine Zigarre. Und habe dann runter, weißt du, was ich noch runtergeschlagen habe? Dann bin ich wirklich 3 Stunden lang bin ich weg gewesen. Dann habe ich gesagt, super gewesen, Mario. Du, weißt du, ich meine, es ist noch ein geiler Sieg. Da sind wir natürlich bis nach 8, 9 Uhr am Morgen drin.
Ja, gut, also, gell, so, kennst du nicht mehr. Ist egal. Ja, okay. Feste mit allen, die du kannst. Oh, da haben wir noch den Ding. Satten. Ich kann nur noch Vokale absondern. Ich dachte schon. Es ist Feierabend. Oh, leck du, das war echt knapp gewesen, hä? Das war ganz knapp am Schluss. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Hallo Champions League. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Neue. Ich bin der FC Basel. Das ist so geil. Ja, das ist eben. Das hoffen wir, dass wir das auch bald wieder erfahren. He? Gell? Nein, es ist natürlich auch wieder, ich sage vom Meistertitel, Cup und alles, was wir haben dürfen erleben dort, das erlebt niemand mehr. Und darum ist es auch so cool, also so schön, weil es ist eine Durststrecke, brutal. Und nachher sind wir natürlich fantastisch gelaufen, die letzten 10, also jetzt die letzten 5 Jahre jetzt weniger, aber wir müssen gar nicht, es geht um 10 Jahre lang Titel, es ist alles selbstverständlich geworden, es ist, und es ist eigentlich wirklich dort der Weg geebnet worden, aber emotional, wo auch 120'000 Leute in der Ding, das haben wir dürfen erleben und das ist natürlich fantastisch und Gold wert. Das Gold noch immer. Ja. Kannst du mir das schicken? Ja, ich suche das nämlich immer. In der 38. Minute gelang Mario Cantalupi zwar der nicht minder sehenswerte Ausgleich, doch mit dem 1:1 war bei Halbzeit schon klar, für den FC Basel ist die Champions League vorbei. Top, und damit der erfolgreichste Auftritt einer Schweizer Clubmannschaft seit Jahren. Ja, das ist, da hat der Buffon nicht mal den Ball gesehen für einmal. Das kann ich dann schon bringen. Mit dem kann man schon stolz sein, gegen absolut, den Buffon hast du offen. Absolut. Ja, eben, ich bin ja einmal in 16er im richtigen Moment. Das war ein Riesenglück schlussendlich. Aber ja, sind natürlich auch heute, wenn es ein Juventino oder ein Fan ist, weisst du, sage immer, liebe Leute, es ist 25 Jahre fest. Oder zu zweit, bleibt locker. Aber es ist natürlich schön, dass ich es erlebt habe. Ja.